is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes Charakter wird gerechtfertigt. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Denker. Nun ist jede Frage nach Wahrheit oder Irrtum im langwierigen Konflikt geklärt. Die Folgen der Rebellion, die Ergebnisse der Beiseitesetzung der göttlichen Vorschriften, sind für alle geschaffenen, mit Verstand begabten Wesen aufgedeckt worden. Das Ergebnis der satanischen Herrschaft im Gegensatz zur Regierung Gottes wurde dem gesamten Universum vorgelegt. Satan ist von seinem eigenen Werk verdammt worden. Gottes Weisheit, seine Gerechtigkeit und seine Güte sind völlig gerechtfertigt, über jeden Tadel erhaben. Es wird deutlich, dass sein Handeln im großen Kampf immer das ewige Wohl seines Volkes und das Beste all der Welten, die er geschaffen hat, im Auge hat. Die Geschichte der Sünde wird in alle Ewigkeit bezeugen, dass das Glück all seiner Geschöpfe untrennbar mit der Existenz des göttlichen Gesetzes verbunden ist. Angesichts aller Fakten über den großen Kampf wird das ganze Universum, ob treu oder rebellisch, einstimmig erklären: Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Dem Universum ist das große Opfer, das von Vater und Sohn um des Menschenwillen gebracht worden war, deutlich vorgelegt worden. Die Stunde ist gekommen, in der Christus seine rechtmäßige Stellung einnimmt und über alle Fürstentümer und Mächte und jeden Namen erhöht wird. Um der vor ihm liegenden Freude willen, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht. Und so unbegreiflich tief das Leid und die Schande auch war, noch viel größer ist die Freude und die Herrlichkeit. Er schaut auf die Erlösten, die zu seinem Ebenbild neu geschaffen wurden und die in ihrem Herzen den vollkommenen Stempel der Göttlichkeit tragen und auf ihren Gesichtern das Antlitz ihres Königs widerspiegeln. Er sieht in ihnen die Frucht seiner Bemühungen und ist zufrieden. Dann erklärt er mit einer Stimme, die die versammelten Massen der Gerechten und der Gottlosen erreicht: Seht, was ich durch mein Blut erworben habe. Für diese habe ich gelitten. Für diese starb ich, damit sie in alle Ewigkeit in meiner Gegenwart bleiben können. Und von den Weißgekleideten am Thron steigt ein Loblied auf. Das Lamm, das geschlachtet ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. The Lord is coming. Are you ready?